Morgen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Gibt eine kurze Woche. Nur 3 Tage. Donnerstag ist Feiertag, Freitag haben wir zu. Bevor es losgeht, Jeff, ich habe gerade deinen Brief bekommen. Vielen lieben Dank. Hat mich riesig gefreut. Sehr schön geschriebener Brief. Vielen Dank. Aber der Inhalt wäre nicht nötig gewesen. Trotzdem nochmal allerherzlichsten und lieben Dank dafür. Echt, freut mich riesig. Wirklich schön, wenn der Morgen so startet. So, ich fahre jetzt rüber Amazon, lade einen 330, einen Cut. Und der geht dann rüber nach Saarbrücken. Der KMC ist irgendwas defekt dran, der kommt nach Hause. So ist mal der Plan. Ich gehe jetzt erst noch AdBlue tanken. Diesel ist noch überhalb voll, das reicht noch. Schauen wir mal.
wieder mit dem KMC hinten drauf runter. Später nehme ich dann die Kamera mit raus, dann kann ich die noch laden.
da bin ich schon rausgefahren. Mal gucken, dass ich hier reinkomme.
getauscht. Halb Licht. Licht. Lenkdruck. So, sorry, ich muss ein bisschen blinken, muss ein bisschen Yacht machen hier.
schneller lieber. Ha? Wegmache, das langt nicht. Ist, wenn ich die ganze Zeit auf der Fußbremse stehe, dass der quasi auskuppelt. Das ist mein Problem. Eimer. Gut. Musst du mit deinem blöden Fahrrad, musst du jetzt halt vorbei. Sorry, dass ich das jetzt so sag. Geschafft.
gerade umgesattelt. Ich fahre jetzt nach Völklingen. Ja, wo sind wir dann? Ich fahre jetzt nach Völklingen hierher, genau hierher. Zur Saarstahl AG. Dort lade ich ein L576. Ein Radlader. Und der geht nach Niederlosheim. 15.15 Uhr Ankunftszeit. Ah, hey, das gibt ja wieder einen Tag heute. Und ich dann 15.15 Uhr ankomme. Wir erreichen Ihr Ziel um 15.16 Uhr. 15.15 Uhr Ankunft, dann laden, dann nach Losheim. Pause machen zwischendrin. Ah, gucken, vielleicht kann ich die beim Laden oder Entladen reindrücken irgendwie. Weiß nicht, ob ich in dem Bike filmen darf. Ich habe nicht gefragt. Ich werde die Kamera einfach laufen lassen. Wenn ich irgendwo ein Schild stehe, dass keine Bilder oder irgendwas gemacht werden dürfen, dann mache ich da halt aus. So, Mautgerät habe ich umgestellt, 7 Achsen, das passt. Vorne kommt gleich ein Kreisel, den fahre ich dann wieder die zweite, auf jeden Fall links raus. Das Torhaus 10 sein. Hoffe ich doch. Hab keine Nummer auf meinem Zettel stehen. Ich habe gar nichts. Ich weiß nur Torhaus 10, Schlackestraße. Oh, fahren die. Die fahren hoffentlich über mir. So, hier muss Torhaus 10 sein, oder? LKW-Einfahrt. Die sieht aber zu aus, ne? Die sieht richtig zu aus. Keine Ahnung. Die Leute fahren hinter mir.
Ja, jawohl. Hier stehe ich bescheiden, ne? Kann ich ja drehen? Danke. Wieder raus. Ich muss an, ja, Hauptnavi, komm, geh doch. Ich muss wieder raus und muss hierher. Zeigt man natürlich, dass ich hier nirgendwo fahren kann, ne? Ja, hier durchfahren kann ich nicht. Hier ist gerade ein Feuerwehreinsatz. Abfalleimer. Sie erreichen Ihr Ziel um 15.22 Uhr. Alter, komm, schalt. Du bist mir wie immer eine sehr, sehr große Hilfe. Hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt hier auf Anhieb geklappt hätte. So, schnell der Akku getauscht. Also. Hier einen guten Weg zu sein. Ist hier links rum. Und hier vorne wäre direkt irgendwo die Schlackenaufbereitung. Ich sehe hier auch keinen 576 herumfahren. Ich habe keine Telefonnummer, ich habe nichts. Ich habe echt nichts. Da hinten steht was. Ich fahre mal daneben hin an die Seite, aber scheint, als würde hier jemand drehen. Immer, ne? Da steht ein 576, so. Kann ich hier reinfahren, ja? Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen und lauf mal davor. Wenigstens habe ich ihn gefunden. Augenblick. Okay, mal gucken, ob ich irgendjemand finde. Mein gelber Wammes. Ja.
los, Kamera. Geh nicht kaputt, hopp. Und Kamera muckt. Ich glaube, die gibt bald den Geist auf. So, Niederlosheim. Da sind wir doch schon. Hoffentlich hält der Akku noch ein paar hundert Meter. Gucken, ob ich hier überhaupt abbiegen darf. Von da vorne kommt eine Baustelle. Oh, scheinbar. Darf ich da abbiegen, ja. Biege ich ab und dann geht es im Ort geht's rechts ab quasi. Vorne gucken brauche ich nicht, weil Einbahnstraße. Dann geht es hier gleich rechts ab. Dann geht es unter der B, wie hieß die, 268 glaube ich. Geht es hier durch. Dann sollte ich auch schon ziemlich zeitnah da sein. Alter, das ist echt nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Blödmanns Gehilfe. Blödmanns Gehilfe. Hauptsache vorne dran, ne? Ob es Sinn macht. Ah ja, egal. So, mal hier, rechts hoch. Auf drei Eisen, jawohl. Dass wenigstens diese Adresse stimmt. Wäre der Hammer, wenn das auch falsch wäre. Genau. Ja. Wolltest du noch gern abladen oder kann ich machen? Oder musst du sowieso?
so stehen bleiben. Nee, ich wäre jetzt weitergefahren, aber es muss eigentlich niemand dabei sein. Ich kann den ja. Schlüssel ist eh keiner dabei. Ja. Dann hätte. Also ich hätte jetzt fast totgestellt irgendwo. Ist einer noch da, ich habe den schon angerufen. Du kannst jetzt ins Gelände reinfahren. Der okay. Zeigt mir, wo du abfahren, dann kannst du ganz gut abfahren und dann rausfahren. Wir fahren dazu. Super. Perfekt. Du nur geradeaus durch und dann links. Okay. Und dann so 200 Meter, da kommt schon vor, der ist dort. Ne? Alles klar. Danke. Ciao. Alter, passt doch gut, der war. Ich war mir jetzt nicht sicher, fahre ich hier hoch. Ah gut, da hoch. Passt. Auswahl, da sind wir jetzt raus. Jawohl. Der Pfeil zeigt alle paar Meter in eine andere Richtung. Alles gut, entspann dich. Ich bin da. So. Ja, also ich hätte mir sie gar nicht so weit vorwärts, hätte mir sie gar nicht so weit rückwärts fahren. Gucken, ob ich hier zusammenschieben kann später. Und wenn nicht, lasse ich ihn gerade lang bis nach Hause. Hier auf einen schönen Badesee gehofft. Schönes Kieswerk mit Badesee und vielen freizügigen Mädels. Ah, wieder nix. Wieder nix. Zeit gehabt hätte und dann hätte ich euch den mal von innen drin gezeigt. Der hat Joystick-Lenkung. Wunderschöne Sache eigentlich. Habe ich mal an unserem, wir hatten früher Volvo Lade und die hatten das auch drin. Ich fand es richtig geil. Natürlich auch ein normales Lenkrad drin, ja. So, hänge jetzt schon zusammen, dann fahre ich wieder raus. Wie gesagt, zusammenschieben werde ich draußen. Schauen wir mal. So, ja. Uhr, 19:50, eine Stunde 35 Minuten. Eine Stunde. Eine Stunde 32 Minuten habe ich noch. Also gucken, dass da was geht. Gucken, dass da was geht.
nichts gegen das später nach Hause kommen. Ja, das ab und zu lässt sich das nicht vermeiden. Wenn man das Ganze ein bisschen besser plant, lässt sich sowas vermeiden, dass man zumindest dann nicht gegen 19:30 nach Hause kommt, sondern vielleicht gegen 18 Uhr oder so. Naja, egal. Ich gebe alles. Ich vermute, ich werde drei, vier Minuten drüber sein später.